Liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und willkommen in der Meisterliga mit Legendären. Und ja, ich bin ein bisschen wieder hochgekommen, habe mich ein bisschen hochgehangelt wieder heute. Bin jetzt auf 2610 gestrandet. Mal gucken, ob wir nochmal positive Sets jetzt hier schaffen. Gegen Dragon Dance 69, mal gucken. Groudon gegen Zacian. Ja, das ist erstmal vollkommen in Ordnung. Da habe ich eigentlich einen Vorteil. Okay, es ist die Variante von Zacian. Aber ist auch nicht so schlimm. Weil ich kann immer erstmal auf Abgrundsklinge gehen. Genau. Erst muss ich hier keinesfalls schilden. Ist eh nur ein Nahkampf. Ladeattackengleichstand gewinnen wir. Okay, er lässt sein Säschchen draufgehen. Perfekt. Ja, das muss ich zulassen. Wie traurig das auch ist, muss ich das zulassen. Ne, kriegen wir ein Schild. Leider kann er runterfahren. Aber wir kriegen den Feuerschlag noch hin. Und wir gehen in die Jäger. Ein Spukball können wir durchlassen. Genau. Und den nächsten Schirn immer. Jo. Oh, der, das ist so gut wie verloren. Das ist ein Krypto-Mewtwo, ne? Jetzt ist ein Krypto-Mewtwo, ja. Ich glaube, den Kampf verlieren wir dadurch. Ja, er schildert leider auch. Aber er braucht hier zwei Psychostöße, ne? Ja, aber trotzdem verliere ich das. Weil ich bin zu weit vom Eisenschädel weg. Er kann mit Giratina wieder runterfahren. Dann fresse ich den Spukball. Ich habe hier keinen Knuller drauf. Ja. Er konnte mit Giratina zu viel Energie holen. Ja, hätte ich das gewusst, dass er einen Giratina hat, dann hätte ich doch wechseln können. Und jetzt... Ja, der Spukball nimmt mich jetzt raus, leider. Hätte ich gewusst, dass da ein Krypto-Mewtwo hinten ist, dann hätte ich das anders gespielt. Ja. 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 Schade. Vielleicht hätte ich auch mit Feuerschlag einfach ködern sollen. Dann hätte ich noch Abgrundsklinge hingekriegt oder er hätte halt einsetzen müssen. Und dann hätte es schon anders ausgesehen. Gehe ich mal stark von aus. Okay, wir gehen in den nächsten Kampf. Gegen Till. Und wieder ein Zacian, ja. Zacian ist im Moment ganz oft vorne. Könnte man eigentlich mal Metagross nach vorne packen im Moment. Ja, lass ich durch. Egal. Ja, dann können wir hier rein. Ivetal ist auch ganz oft. Wir haben sau viel Energie noch auf Groudon. Okay, du hast Fokusstoß. Was dürfte eine Finsaura sein? Die überleben wir.
Ja, ich war schon bei 100 Energie, ich hätte schon eher einsetzen können. Aber Ivita ist jetzt weg. Oh Gott. Das ist natürlich übel. Ich opfere die Jäger. Nahkampf sollten wir überleben ein. Die Jäger nützt mir jetzt hier eh nichts mehr. So, wir gehen auf Eisenschädel. Und er setzt genau jetzt ein, ernsthaft, als ob er wusste, dass ich rüberwechsel. Ja, vom Gegner ist es echt ein ätzendes Team. Wobei, ich gehe jetzt nur auf Feuerschläge, das ist noch machbar. Ja. So. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir das noch hinkriegen, aber gut. Dann kommt jetzt die Abgrundsklinge. Das war gut, dass wir so viel, sau viel Energie auf Groudon einfach hatten. Aber es war halt ärgerlich, dass wir den Nahkampf quasi abgefangen haben, ne? Sonst hätten wir das nochmal ein bisschen lockerer gewonnen. Ah, dass ich den Nahkampf schilden musste, ärgerlich. Aber den Kampf haben wir trotzdem noch gut drehen können gegen Doppelfee. Vorne Fee, hinten Fee, Mitte Ivetal. Luroi 453. Okay, das ist erstmal unser Lied, würde ich mal behaupten. Mal sehen, ob der Gegner rausgeht. Ja. Ein Psychostoß halten wir aus. Hier ködere ich auch ausnahmsweise. Genau, perfekt. Kann ich hier rein? Schild einmal. Spukball, guter Schild. Jetzt setzen wir hier ein. Okay, und Mewtwo ist weg. Das ist schon mal gut. Okay, hat er jetzt. Okay, es klang so, sah so aus, als ob er auch eingesetzt hätte. War aber dem nicht so. Ah, ganz knapp. Ah, ich will nicht schilden. Ich gehe jetzt hier rein. Eisenschädel überleben wir noch mal. Kann ein Fehler gewesen sein. Ja, verloren. Och, die Jäger hätten wir gebraucht. Ja, jetzt wäre Knüller gut gewesen. Leider haben wir nur Stromstoß.
Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Schade, dass Giratina hinten ist. Beziehungsweise nicht auf die Jäger getroffen ist. Ja, aber gegen Mewtwo musste ich in die Jäger gehen. Oder ich hätte es mit Groudon einfach ausgespielt. Ja, vielleicht hätte ich es mit Groudon einfach dann ausspielen sollen. Ah, schade. Ärgerlich. Okay, das ist in Ordnung wiederum. Schön viel Energie ansammeln schon mal. Weil eine Attacke überlebe ich immer von Seechen. Das heißt, ich kann die Attacke bedenkenlos durchlassen. Wird ein Nahkampf sein. Wir setzen jetzt ein. Okay, das Vieh ist weg. Rüber. Ja, Mewtwo wird noch echt abartig, ne? Aber wir kriegen sein eigenes Dialga raus. Ja, das ist in Ordnung, dass er einsetzt. Ja, wir haben hier zu wenig Leben, ne? Ich glaube nicht, dass es noch was werden kann. Er könnte jetzt mit Jäger einfach runterfahren. Okay, er setzt aber alles auf Mewtwo. Das ist gar nicht schlecht. Also wir gehen einfach nur auf Feuerschläge. Ja, er kann mich runterfahren. Eine Attacke können wir durchlassen. Schaffen wir auf zweimal Stromstoß aufzubauen? Das ist die Frage, ne? Ja, doch, das sollte eigentlich klar gehen, ne? Weil wir haben zwei Schilde. So, Stromschuss 1, Stromschuss 2, ja, wichtig. Das heißt, wir kriegen noch einen Tackle durch, wenn wir schön. Aber ich glaube, das nimmt Mewtwo schon raus, oder? Nein, aber der Tackle, perfekt. Haben wir auch noch mal zu unserem Gunsten drehen können. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das noch gewinnen mit Seishin. Aber mit Schildvorteil, ja gut, dass der Gegner den Flammenwurf geschildert hat. Feuerschlag. Hätte ich jetzt persönlich nicht geschildert, glaube ich, aber vielleicht dachte er, ja, vielleicht ist da ein Drache noch hinten und mit zwei Schilden dann bringen mir dann auch nichts. Weil ich habe der Gegner auch dann so gedacht. Das kann ja alles sein. So, Kampf beginnt. Sir Cory. Was sagt Sir Cory? Was macht Sir Cory? Giratina mag ich überhaupt nicht. Aber im Gleichstand immerhin. Und ich glaube, ich spiele es einfach aus hier. Wir kriegen ein Schild. Lass dich durch oder nicht? Lass Lobo jetzt mal durch. Okay, er geht direkt auf Spukball.
spekuliere einfach darauf, dass ich unheilbefreit noch überlebe. Ja. Na, no, dann kriege ich diesen schönen Boost. Aber ich darf nicht rauswechseln. Okay. Ja, ich gehe jetzt auf Draco. Ja. Okay. Okay, ich gebe rüber. Einen überlebe ich. Ich brauche nur ein Schild. Oh, bitte lass mich das hinkriegen. Ja. Perfekt, ich werde hier gleich nicht schilden. Ja, danke, dass du einsetzt. So, mal sehen, ob ich das jetzt schaffe. Ja, perfekt. Konnten wir auch nochmal richtig gut umdrehen. Sehr schön. Ja, sehr schön mit Stromstoß. Ist gar nicht so mal so schlecht. Wundert mich, dass der Gegner gleich eingesetzt hat. Und im Moment kriegen wir schön viele Sonderbonbons, das ist gut. Die brauche ich nämlich. Sonderbonbons kann man immer gebrauchen. So, sehr schön. Pokémon wurde gefangen. Und wir kriegen wieder Punkte dazu. Und dann nochmal das letzte Set für heute. Retro Cup werde ich nicht spielen. Ich bleibe der Meisterliga treu. Weil ich ja auch Punkte nach oben gehen will. Und auch quasi, ja, wie soll ich sagen, Legend auch mal erreichen möchte. Wird aber wahrscheinlich eher wieder nächste Rotation. Gehe ich mal von aus. So, gegen Miespa, 29. Miespa, was hast du? Müllmetall, ja, das nehme ich. Die Führung nehme ich Tatsache gerne. Drachen, guten Groudon, okay. Das ist sogar in Ordnung. Ich weiß nicht, ob er auch auf die Attacke geht oder auf Feuerschlag, ne? Ja. Das ist auch nur ein Feuerschlag. Und den überlebe ich. Problem ist, er kann sich den wegholen. Dann gehen wir in Säschen. Okay, er kriegt keine Attacke hin. Perfekt. Ah, das ist gar nicht schlecht. Und dann gehen wir hier auf Stromschlag. Stromstoß. Und geht rüber. Und fangen die Attacke ab. Das ist ja noch viel besser. So, ein Kraftkoloss überleben wir noch, ne?
Und ich lasse hier bei Dialga alles durch. Ja. So, er muss auf Kraftkoloss gehen. Den überlebe ich noch, ja. Nö. Ja, langsam schädig mal. Und ich glaube, ich schütte und fahre runter. Ja. Okay. Komm schon. Oh, ganz knapp. Perfekt. Ganz knapp noch runtergetackelt. Das war aber echt eng. Wobei, hätte mich ein Steinhagel dann noch schon besiegt? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, ich hätte es gerade so vielleicht noch überlebt. So, Rayquaza. Mag ich überhaupt nicht. Sag ich so, wie es ist. Ich hole mir hier schon mal voll Energie. Ja, dann lasse ich ihn hier einsetzen. Und gehe hier rein. Ja. Das ist gut. Oder auch nicht. Je nachdem. Eisenschädel kommt. Ja, und ich kann jetzt für den Wechsel gehen. Ich kann zweimal schilden. Okay, er geht sogar auf Abgrundsklinge. Sehr schön. Komm. Schädig ich nicht. Okay, guter Schild. Ja, wir haben keine zwei, wir haben zwei Schilde verloren, aber dafür hat Rayquaza keinen Bock. Und er kommt im Monetigo, ist auch interessant. Aber mit Monetigo muss er auf die starke Attacke, also auf Spukball zumindest. Und er schildert einfach nicht, ne? Er schildert auch nicht. Ja, ich verliere jetzt Groudon wahrscheinlich. Moment, ich habe eine Idee. Das soll, könnten wir noch gewinnen. Ja, das sieht eigentlich jetzt gut aus. Wobei, er hat noch nicht eingesetzt, ne? Ich gehe hier rein. Und hole mir zwei Stromstöße. Ich denke mal, wir sollten gegen Monetivo mit Seychen. Oh, du hast Orkan. Das ist natürlich Shit. Na, das ist nur eine Breitseite. Die überleben wir gut. Ja, ich weiß nicht, ob wir die Attacke jetzt vollständig haben. Nein, aber. Ah. Mist, ich hätte noch in Dialga gehen sollen. Ja, jetzt verliere ich es wahrscheinlich, ne?
Ja, er kommt jetzt so zu schnell zu Spuckball. Ah, ich hätte auf die Alge abfangen sollen. Ja, ah, ich verdient verloren, war aber knapp. Ich hätte mir vielleicht doch noch mal einmal mehr Energie holen sollen. Ah, ärgerlich. Äußerst mega ärgerlich. Ja, mein Play wäre es gewesen, einfach rüber zu gehen in die Alga. Ja, Demeteros mag ich nicht. Ist immer eine schwierige, eklige Führung. Aber da er jetzt zuerst eingesetzt hat, ist es gar nicht schlecht. Und ich glaube, Steinkante pro Kraftkoloss überlebe ich. Ja. Also einmal holen wir noch Glaube aus, oder? Ah, ich hoffe, wir überleben den. Das wäre nice. Oder reicht er aus? Nein, er reicht nicht aus. Das ist gut. Das heißt, wir ziehen Schild auf jeden Fall. Ja. Und wir ziehen noch ein Schild. Und das ist sehr gut, das ist wichtig. Ja. Gehen wir in Dr. Seichen. Das ist sehr gut. So. Ja, du gewinnst den Gleichstand, schade. Aber wir gehen jetzt blind rüber, ne? Und wir schilden. Und wenn jetzt die Jäger reinkommt, können wir einen Draco ballern. Hoffe ich. Aber ein Eisenschädel, einen überleben wir. Okay. Das sollten wir auch so gewinnen. Das sollten wir auch so gewinnen. Jetzt einsetzen. Falls er nicht doch Orkan hat. Aber Demeteros sollte bei 0 Energie sein. Und Kraftkoloss reicht nicht. Kraftkoloss reicht auf jeden Fall nicht. Nee. Perfekt. Haben wir auch hingekriegt, den Kampf. Sehr schön, sehr schön. Ja, das war gut, dass wir am Anfang gleich zwei Schilde gezogen haben. Es hat uns den Allerwertesten gerettet. So, Kampf beginnt. Übrigens habe ich seit heute ein neues Smartphone. Und durch das neue Smartphone habe ich was herausgefunden, was sehr, sehr gut sein kann. Ho-oh nervt. Ich gehe rüber hier in Seychen. Ich habe Stromstoß. Ja, Rayquaza, sage ich, ist gut. Ja, das ist nur eine Breitseite.
Schön, dass wir das Rayquaza rausgelockt haben. Ja, das war schlecht getimed. Ah, interessant. Doppelflug schon mal. Und du schildest, okay. Ja, wenn es breite Seite ist, überlebe ich das nochmal. Ja. So. Und du müsstest nochmal schön. Okay. Ja. Nehmen wir hin. Wir gehen hier rein. Er kriegt nichts mehr hin. Perfekt. Und du gehst in Ho-Oh. Das ist noch besser. Und die Schilder einmal. So, Läuterfeuer kommt. Also Ho-Oh dürfte jetzt weg sein. Ah, Dreifachflug. Ja, ich werde meine Schilde schön für die Alga aufheben. Auch Feuerschläge tun ja auf Dauer weh. So. Ja, ich muss hier nicht schilden. Und danke, dass du Energie ausgibst. So, Luftstoß. Also, Luftstoß-Himmelträger kann er nicht zum zusammen haben. Oh, das war glaube ich ein Gleichstand. Wenn ja, wäre perfekt. Dann gewinnen wir das auf jeden Fall hier. Oh, perfekt. Natürlich nicht schön. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall gewonnen. Ja. Ja, wir schilden trotzdem zur Sicherheit. Luftstoß werden wir jetzt nicht mehr überleben. Er geht auf Himmelsfeger, ja. Dann ist das gewonnen. Wir gehen auf Safety Draco. Und besiegen damit dreimal, dreifach Flug. Auch interessant. Bumm. Ja, frage ich mich, was der Gegner wirklich gegen Stalobor-Führung macht. Ja, wobei, gegen Stalobor, da kann er mit Ho-Oh recht gut ankommen. Aber ansonsten, ja, Stalobor schwierig. Wir sind auf jeden Fall positiv schon mal wieder in dem Set. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall wieder Punkte nach oben. Und glupschen mal weiter, was uns gleich so erwartet hier. Na? Was kommt jetzt? Oh, bisher noch nichts. Aber merkt, die Meisterliga-Sets gehen auf jeden Fall länger wieder. Okay. Geh nochmal raus. Und aktiviere wieder den Cheatcode, dass wir gleich einen Gegner finden. Und zwar in 1, 2 und 3. Jetzt. Okay, hat nicht geklappt, schade. Okay, hätte ich auf 6 Sekunden gemacht, dann hätte es geklappt. Sam Tier 5. Sam Tier 5. Groudon
Ja, das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Okay. Und wir kriegen Schild, das ist wichtig. Ich weiß, dass ich einen Spukball überlebe. Genau. Perfekt. Ja, er setzt ein, das ist wunderbar. Ich hätte auch schilden können und auf Feuerschlag gehen können. Ich lasse durch. Ich gehe hier das Risiko ein. Oh, das ist sogar ein Spukball. Interessant. Und eigentlich ist die ja. Nee, Stahlebohr. Ein Schlagbohrer überlebe ich. Warum schill ich eigentlich jetzt schon? Den hätte ich jetzt durchlassen können. Ich dussel. Ja, den lassen wir jetzt durch. Und warten ab, was passiert. Okay, ein eigenes Station. Das Gute ist, wir haben sehr, sehr guten Energievorteil hier. So, Stromschuss kommt. Wenn er schlau ist, lässt er den durch. Ja. Okay, ich gehe rüber und snipe. Er muss ja einsetzen, ne? Ja, ich hätte auf Eisenschädel im Gleichstand gehen sollen. Jetzt verliere ich's. Okay. Ist Tekke ein Zweier-Move oder ein Einser-Move? Eigentlich ein Einser-Move, ne? Hat er zwei jetzt durchgekriegt? Ja, er gewinnt den Ladeattack gleich statt E. Und so schnell komme ich eh nicht zum Nahkampf. Okay. Dann hat er es verdient gewonnen. Ja, hinten die Backline war schwierig, das zu holen. Da hätte ich einfach in Seishin gehen sollen. Seishin opfern und gut ist. Aber ja, ist halt so. Wir fangen das Quabbelschwabbelchen und sind glücklich dabei. Außerdem Hauptsache positives Set. Das ist ja das Gute. So. Ja, wir kriegen nochmal 13 Punkte dazu. Wir klettern wieder in Richtung Expert-Rang. Ja. Und für die Folge soll es das auch wieder mal gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao.